Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar machen wir heute eine Spachteltechnik mit Gipshaftputz und warten wir nicht lange und fangen wir an. Also ich habe jetzt schon eine fertige Wand, das heißt, hier ist schon Farbe drauf. Ich brauche theoretisch nicht mehr grundieren. Man kann, wenn man möchte, einen Haftgrund streichen oder einen Putzgrund, wenn man mit Putzen drauf geht. Aber ich lasse das weg, weil das reicht. Hier ist schon Farbe drauf, das heißt, die Spachtelmasse hat einen tragfähigen Untergrund. Und genau, werden wir einfach mal loslegen. So, ich habe jetzt hier schon einmal Gipsputz drin, wie ihr sehen könnt. Und dazu werden wir jetzt ein wenig Wasser hinzugeben. Nehmt lieber eine Kelle. Und wir rühren so lange, bis wir eine schöne cremige Konsistenz haben. Wunderbar. Thank you.
fertig ist und die Masse ist alle. So, das lassen wir jetzt trocknen und danach kommen wir zum Anstrich über. So, die Fläche ist jetzt getrocknet und wir werden die streichen heute in einen separaten grauen Ton. Und dann werden wir mit einer Mischung drüber gehen, damit der Glanz und der Effekt nochmal schön rauskommt. Aber lasst uns einmal die Wand grau streichen. Ich nehme dafür jetzt einfach eine ganz normale Dispersionsfarbe. Und danach kommen wir zum ganz wichtigen Teil, und zwar der Effekt. So, ganz nebenbei, wenn ihr wissen wollt, was ich für Werkzeug verwende, wie das Schritt für Schritt geht, dann lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare, was euch auf den Herzen liegt. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, dann lassen wir uns das jetzt trocknen und dann kommen wir zum wichtigsten Schritt, den Effekt. Und genau, wir nehmen 300 Milliliter Tapetenkleister. Und dann nehmen wir 150 ml wasserbasierter Klarlack. Und dann eine Pigmentierung. Ich nehme jetzt die hier. Ein wenig hier rein. Thank you.
letzte Beschichtung gemacht und jetzt seht ihr auch, was hier jetzt für ein Glanz entstanden ist und was hier für ein Effekt entstanden ist und die Farben, die ich hier gewählt habe. Ich weiß, ich habe ein bisschen komischen Geschmack, was Farben angeht, aber es ist wichtig, dass ihr das erkennt. Der Glanz, der hervorkommt und die glatten Stellen, das ist einfach Harmonie. Wie gesagt, Farben könnt ihr alles verwenden, was ihr möchtet. Ihr könnt dunkle und hellere Farben, ihr könnt alles mögliche verwenden, wie ihr möchtet. Und genau, da würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!